Moin, Sebastian hier von der Bogensportwelt, wieder mal bei einer weiteren Folge Bogensportwissen vermittelt durch die Bogensportwelt. Heute möchte ich dich weniger zuquatschen und dafür mehr demonstrieren. Und zwar geht es um die Thematik, wie trainiere ich mein Lösen? Und dazu mache ich erstmal Folgendes. Ich lege den Bogen beiseite, weil ich hole jetzt mal die Zielscheibe näher ran. So, du wirst feststellen, dass die Zielscheibe eigentlich so ziemlich direkt hinter mir steht. Und das hat auch einen Grund. Und zwar will ich mich jetzt absolut nicht auf irgendein Zielen oder sonstiges konzentrieren, sondern nur auf das Lösen der Sehne. Das heißt, das Öffnen der Finger. Und das mache ich wie folgt. Ich muss dich mal kurz umstellen. Jetzt wirst du besser sehen, was ich jetzt machen werde. Und bevor die Kommentare kommen, hey, du ankerst ja gar nicht ordentlich, das ist jetzt gar nicht mein Ziel. Ich ziele auch nicht. Und zwar möchte ich jetzt tatsächlich, ich lege die Finger in die Sehne, mediterraner Griff. Ich halte es auch bewusst weiter weg von mir. Ich gehe auch nicht komplett in Spannung. Es geht mir jetzt nur darum, genau diesen Moment zu beobachten, was passiert mit meinen Fingern, wenn ich den Pfeil löse. Dadurch, dass ich die Scheibe wirklich direkt vor mir stehen habe, muss ich mich darauf gar nicht konzentrieren. Du siehst, ich spanne den Bogen auch nicht vollständig. Es geht mir nur darum, zu beobachten, kriege ich es bewusst langsam hin, die Finger zu öffnen oder nicht. Wenn ich jetzt richtig die Kralle übe, so richtig fest reinzugreifen, prüfe ich auch da, wie ich es löse. So, und jetzt nochmal bewusst mit gucken. Und ich konnte jetzt beobachten, natürlich sind meine Augen nicht so schnell wie die Sehne, dass ich es aktuell sehr gut realisiert bekomme, die Finger langsam zu öffnen. Ziel wäre es jetzt beim Lösen natürlich eine Erschlaffung der Finger zu generieren, die gar nicht mehr wirklich bewusst ein Öffnen ist, sondern ein Lockerlassen der Finger. Da tue ich mich selber persönlich noch etwas schwer, bin da auch noch sehr aktiv unterwegs. Wenn man es aber regelmäßig trainiert, schafft man es irgendwann, so zumindest viele, viele Lehren, das wirklich als Entspannung zu betrachten, während der Rest des Körpers die Spannung aufrechterhält und dann entsprechend agiert. Viel Spaß beim Üben. Denk dran, Scheibe nicht zu weit weg von dir. Sicherheit geht vor. Pass auf dich auf. Bis dann. Ciao.